Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Wir sind seltsamen Mexikanern und Chilenen auf der Spur und ich frage mich, wie wir nachher herausfinden sollen, wer da wirklich drinne steckt. Ich habe keinen Plan. Aber wir werden mal gucken. So, wir haben gerade ein Telegramm von Mycroft erhalten, wo das mit diesen, also die Chilenen, waren es die Chilenen? Ich weiß gar nicht. Waren die ersten? Ja, genau. Nee, Mexikaner, die haben das angezahlt oder eine Vereinbarung getroffen und die Chilenen haben da einfach den Zuschlag bekommen. Das ist frech. So. Das ist frech. So, was sollen wir jetzt machen? Gute Frage. Sollen wir das jetzt schon lösen? Weil wir haben jetzt gerade keine weiteren Aufgaben mehr. Okay. Sicher? Können wir mal gucken. So, Dornkester Vorsteher hielt Geld. Das müsste ja alles sein für ein verdächtiger Mexikaner. Wer hat die Minen an die chilenische Firma Bacasas verkauft? Obwohl bereits eine Vereinbarung mit Caracal getroffen war. Hä? Nee, von wem hat der Geld bekommen? Okay, das passt. So, dann müssten ja eigentlich die beiden auch zusammenpassen. Warum passen die zusammen? Also, der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofsvorsteher hat darüber berichtet. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Boah, das ist jetzt echt schwierig. Warte mal kurz. Also, wir wissen, dass der auf jeden Fall durch Chesterfield gefahren ist. Weil der war zwar besoffen, aber der hat ja trotzdem den Bericht abgesendet. Ich glaube, das. Ich würde mal sagen, der ist da durchgekommen. Wir können ja hier nochmal alles beweisen. So, fangen wir mal unten an. So, die Zusammenstellung lautet: ja, okay. Kohlewagen, erste Klassewagen, Postwagen, Sonderwagen. Zweite Klasse Wagen. So, der Bahnhofsteher von Evesham erhielt eine Nachricht, dass sich der Zug aufgrund von Problemen mit den Fahrgästen am Bahnhof von Bradlington etwas verspäten wird. Ja, okay, das ist ja. Mr. Robbins verließ den Zug, weil er ein Telegramm erhalten hatte. Darin stand, dass sich eine wichtige Person, ein gewisser Mr. Bromsby, mit ihm im Wartesaal des Bahnhofs von Bradlington treffen wolle. Hatte aber offenbar nicht. Die Besitzer der Firma Bacasas bleiben am Bahnhof von Bradlington an Bord des Zuges, während die anderen Fahrgäste den Zug verlassen mussten. Okay, Bacasas blieb an Bord. Bacasas war jetzt. Waren es die Mexikaner? Ich komme da immer wieder durcheinander. Der Bahnhofsteher von Bradling hat seine Ausbildung erst kürzlich beendet. Der Posten am Bahnhof ist nur seine erste Anstellung und die Arbeit sehr ernst. Der Bericht des Bahnhofsvorstehers von Chesterfield über den verschwundenen Zug strotzt nur so von Fehlern und ist kaum zu verstehen. Es ist nicht klar, ob er bestätigt, dass der Zug den Bahnhof passiert hat oder nicht. Aber ich glaube, ich hatte schon festgestellt, dass er den passiert hat, oder? So, der hier ist besoffen. So, beim Bahnhof von Chesterfield haben wir eine Reihe von kürzlich benutzten Werkzeugen gefunden. Allerdings gibt es keine Anzeichen von Aktivität an dem Bahnhof. Eine detaillierte Streckenkarte. Verbrannte Notiz. Es geht hervor, dass es einen Konflikt zwischen den Chilenen und den Mexikanern gibt.
Ein verdächtiger Mann am Bahnhof von Dönskessa raucht Ricardo-Zigarren, eine teure mexikanische Marke, exzellente Qualität. Er hat dort mindestens die letzten paar Tage verbracht. Wettschein für Pferderennen. Großes überflutetes Gebiet, ein Steinbruch, Spuren am See. Spuren bei den Nieren sind ja schwach. Ach du Scheiße. So, was haben wir? Passierte Chesterfield, das habe ich schon festgestellt. So. Die Besitzer der chilenischen Firma Pacasas wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die Chilen aussteigen. Okay, die Chilenen sind also an Bord. Das sind die Barcazas. So, was haben wir hier jetzt? Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Warte mal. Wenn der Chesterfield passiert hat, dann kann er ja gar nicht zu den Minen umgeleitet sein. Aber vorausgesetzt, er hat die Schienen nicht, also den Bahnhof nicht passiert. Ich glaube schon. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil ich kann mir das nicht richtig herleiten, warum nicht. Also sage mal, so, wir nehmen mal den überfluteten Steinbruch. So, Bergen, was weiß ich, so verschwand früher, was heißt das? Ja, okay, das war der letzte Bahnhof. Hegen keinen Groll gegen die Chilenen. Ja, klar. Wütende Mexikaner. Die mexikanische Firma Caracal ist nicht gut auf die chilenische Firma Barcazas zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die WEA Coal Minen erhalten, obwohl bereits eine Vereinbarung mit den Mexikanern bestand. Ja, ich glaube, die sind richtig sauer. So. Jetzt haben wir hier noch eine Bubble. Ach so, Herr Robinson. Aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototyps Mr. Robinson eine hohe Geldsumme einbringen. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden konnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Ich glaube auch, der klang ja ziemlich sauer. Ich glaube, der ist tatsächlich ein Opfer. So, was haben wir hier jetzt? Zug versteckt. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Sabotage. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sie vorsätzlich zum Einsturz bringen. Ich glaube nämlich auch, dass das die Chilenen oder Mexikaner. Ich komme da immer mit wütenden Mexikaner. Das waren die Mexikaner, genau. Die Chilenen hatten wahrscheinlich geplant, den Zug in die Mine zu fahren und diese Maschine zu stehlen. Und die haben aber ja den Zuschlag vor den Mexikanern erhalten. So, die Mexikaner sind sauer, also haben die die Mine gesprengt und haben den Zug sozusagen bis nach Chesterfield oder durch Chesterfield bis nach Doncaster gebracht und haben den dann da sabotiert, also die Schienen umgelegt und blub, 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 blub. Alle Schienen, die an Bord waren, sind untergegangen und das Problem war gelöst. Irgendwie so, versteht ihr, was ich sagen will? Könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis, das dorthin führt, ein Stück fehlt. Nein, ich glaube, das könnte tatsächlich gesunken sein. Wir machen blub, blub, blub. Okay, jetzt haben wir zwei Blubbeln und hier ist noch was. So. Der passierte dann, der kam nie in Doncaster an. So. Okay, hier haben wir jetzt noch offene Stränge. Was haben wir jetzt hier? Der Zug wurde im überfluteten Steinbruch versenkt. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste auf Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen.
Ja, das auf jeden Fall. So, daraus folgt jetzt, die Mexikaner haben den Zug versenkt. Ich würde das jetzt so nehmen. Also ich bin da jetzt doch sehr der Meinung, dass das stimmt. Also ich bin da jetzt voll der Meinung. So, wir nehmen das jetzt mal. So, es war ein sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versenkten den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückblieben. Blinde Justiz. Die Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann, selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Sache der Politik. Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen Sie Mycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigt und es für seine Zwecke ausnutzen dürfte. Was machen wir da? Beim letzten Mal waren wir ja nachsichtig. Ich nehme mal doch wieder die Sache der Politik. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin mal auf die Auflösung gespannt, ob das denn richtig war. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Ich finde das immer so geil, wenn er so denkt, oh shit. Well, the case is solved and we shall be heading home. And may we have two tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case. Yeah. In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Einige Zeit später. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You
traitor! You double-crossed me! Oh Gott. Alter, ich war... Moment mal, ich muss da erstmal. So schnell kann doch kein Mensch reagieren. How dreadful. Two dead bodies. What a terrible ending to such a great case. There, there, my dear fellow. It is all right. You did your best. Oh shit, ich konnte den Bahnhofswärter nicht retten. Oh Mann. Okay, aber so schnell kann kein Mensch reagieren. Okay. Es war sorgfältig geplant. Ach, das haben wir schon gelesen, oder? Ja. Okay. Gefunden, Hinweise 23, Schlussfolgerung, Mexikaner, Zug versenkt. Entscheidung, Sache der Politik. Halten Sie, um Entscheidungen zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr. So, mal gucken, ob wir alles richtig gemacht haben. Ja, wir haben alles richtig gemacht. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann bestätigen wir mal. So, und ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, beende ich schnell die Folge und dann schwingen wir uns sobald in den nächsten Fall. Bis dann. Ciao.